Tiefes Durchatmen bei Osman Ategan. Der Lokstürmer hat schwierige zwei Wochen hinter sich. Durch seine rote Karte in Cottbus drohte Lok den Anschluss zur Tabellenspitze zu verlieren. Doch nun, Hände klatschen aller Orten, auch vom Trainer. Der hat eine riesen Dummheit in Cottbus gemacht und ich habe sie vor dem Spiel gemacht. Die Jungs haben für dich das Spiel gegen Chemie gezogen, also bist du den Jungs was schuldig und das hat er heute sehr, sehr gut gemacht. Die VSG Altglienicke bisher ohne Heimniederlage, wie Lok Aufstiegskandidat auch, dank Tolgay Shigerci, einer der Unterschiedsspieler der Liga. Doch Isa Dogan war gegen Shigerci genauso aufmerksam wie kurz danach gegen Jonas Dirkner. In der 35. Minute kann Ogbidi einen Zeigerkopfball noch blocken, doch beim Nachschuss durch Philipp Fontaine hat Lok einfach nur Glück. Die Erfüllung der Tagesaufgabe schwierig. Wir wollten den Derby-Sieg vergolden. War ein immens schweres Auswärtsspiel gewesen. Wir haben auf eine richtig gute Mannschaft getroffen und haben uns ein bisschen blöd angestellt. Pfeffer meint die 40. Minute. Ein simpler, langer Ball hebelt die Lok-Defensive aus. Zimmer kann Mensa nicht am Flanken hindern. Die Qualitäten von Patrick Breitkreuz sind bekannt. Ganz bewusst lässt Altglienickes Stürmer den Ball über den rechten Fuß ins lange Eck abrollen. Dogan nach dem gegentorfreien Sieg gegen Chemie wieder überwunden. Aber was wir dann zweite Halbzeit abgerissen haben und das Spiel gedreht haben und dann einfach mit allem, was wir hatten, uns in jeden Zweikampf geworfen haben, war einfach nur geil. Schiever wechselt Egelseder ein, der verdrängt Fufak von der rechten auf die linke Abwehrseite und dort gelingt Fufak das. Ein Traumtor. Schievers taktischer Schachzug geht sofort auf, Fufaks erster Saisontreffer. Zwei Minuten vorher hat er die Seite gewechselt auf die Linksverteidigung, zieht nach ihm und ballert das Ding im Winkel. Macht man nicht jedes Mal, aber er hat schon einen sehr, sehr guten Schuss. Den er selten präsentiert. Nur viermal traf Fufak in der letzten Saison mit rechts. Einfach mal aus der zweiten Reihe abgeschlossen und dann fällt das Ding da oben rechts rein. Ich meine, ich denke, ich habe einen guten Schuss und dann komme ich nicht oft in die Gelegenheit. Da habe ich es mal versucht und hat geklappt. Das freut mich. Dieser Ball senkt sich perfekt und ist wohl für jeden Torwart der Welt unhaltbar. Die Lokfans jedenfalls euphorisch. In der 57. Minute spielt Innenverteidiger Luca Sirch diesen genialen Pass auf Ategan. Der kreuzt geschickt den Laufweg von Zeiger und verlädt auch noch Leon Bethge. Das Händeklatschen, anders als in Cottbus, diesmal absolut angemessen. Ategans fünftes Saisontor. Er hat einen Riecher. Ja, ich habe halt gesehen, dass Luca am Ball ist und Luca spielt den Ball halt oft so in den Raum, wo ich reinstarte und er weiß auch, dass ich den Laufweg mache. Und dann habe ich halt einfach den Laufweg gekreuzt und habe den Ball in die lange Ecke geschoben. Ategan startete mit Verletzungen bei Lok, traf in der letzten Saison nur einmal. Shiva hielt immer an ihm fest und wird nun bestätigt. Der Sieg in Berlin dennoch glücklich, oh denn! Mit dem Pfostenschuss und eine Riesenparade von Dogan, der den Ball ganz leicht, aber eben entscheidend berührt. Lok zittert sich zu einem Dreier. Und Sascha Pfeffers Freude darüber verrät, welche Ambitionen Lok in dieser Saison hat.